In diesem Video nähen wir eine wiederverwendbare Geschenkverpackung in Form eines Bonbons. Im E-Book ist auch der Schnitt für ein Säckchen enthalten. Die Links zum Schnitt und zum passenden Video sind in der Videobeschreibung. Die benötigten Materialien sind hier aufgelistet, aber das kannst du auch nochmal ganz in Ruhe in der PDF-Datei nachlesen. Wir legen die Bändel auf die Seitenkanten an den Markierungen, die auf dem Schnittteil angegeben sind, und stecken und nähen sie fest. Dann falten wir die Bändel und stecken sie mit einer Nadel in der Mitte des Stoffes fest, damit sie nicht im Weg sind, wenn wir das Bonbon zusammennähen. Wir legen das zweite Stoffteil aus Oberstoff rechts auf das erste und stecken und nähen sie entlang einer der langen Kanten zusammen. Wir nähen den Futterstoff auf die gleiche Weise und lassen eine Wendeöffnung in der Naht offen. Dann öffnen wir die Stoffteile und legen Ober- und Futterstoff rechts aufeinander und stecken und nähen sie entlang der Seitenkanten zusammen. Nun falten wir Ober- und Futterstoff je rechts aufeinander, sodass sie einen Ring bilden, und nähen die offene Seitenkante zu.
Als nächstes wenden wir den Stoff durch die Wendeöffnung nach außen und schließen die Wendeöffnung anschließend. Dann stecken wir die Seitenkanten fest und nähen rundherum. Nun können wir den Tunnel nach außen wenden und zubinden. Im letzten Schritt schneide ich die Bändel zurecht und versiegle die Enden mit einem Feuerzeug. Ich hoffe, dir hat das Projekt Freude gemacht. Wenn du magst, tritt der Sammy-Facebook-Gruppe bei und teile Fotos deiner Werke. Der Link ist in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dass du mit mir zusammen genäht hast. Gib dem Video doch einen großen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos, wenn du magst und folge mir auf Facebook, Instagram und Twitter. Ich würde mich sehr freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!